Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier bei UFOMAN LP und eine Sendung hier direkt aus den UFOMAN Studios in Berlin. Und hier Price and Architect, der totale Noob, Loser, Anfänger. UFOMAN hier bei Price and Architect. Wir haben ja jetzt nochmal einen kleinen Start gemacht. Bald kommen die Gefangenen. Und hoffen mal, dass es diesmal besser läuft. Wir haben jetzt hier sogar schon. Haben wir hier schon. Fehlt hier doch noch jemand. Und zwar wollten wir doch die. Hof bauen wir gerade, glaube ich. Da stelle mindestens zwei Wachen ein und zwei Köche haben wir denn schon. Wir haben ja noch nicht mal Küche. Na, das kann es ja. Das kann ja was werden. Okay, ja, gucken, inwiefern wir jetzt hier eine Küche bauen auf die schnelle Hof. Na gut, die ziehen ja jetzt die Mauer da erstmal rum. Bauen wir erstmal eine Küche, wa? So, Versorgung, nicht Einrichtung, Fundament. Bauen wir mal ein Fundament. Und zwar, wo können wir denn die Küche hinmachen? Die könnte doch eigentlich hier hinten sein, oder? Na, das ist ja mit, ganz schön verwinkelt hier. Vielleicht bauen wir die Küche einfach mal hier und bauen dann hier noch einen Hof. So. Und hier mal eine Küche. Und jetzt machen wir noch einen Eingang für die Küche. Bing, einen kleinen Eingang. Wo ist die Tür? Das ist falsch hier. Eine normale Knast. Was ist denn das? Subvention, psychisches Wohlergehen. Was haben wir da? Hier. Psychisches Wohlergehen permanent. So. Die Tür, die soll hier rein. Dann können wir die mir jetzt sagen, dass es das eine Küche sein soll, oder? Hier, mach mal daraus eine Küche. Geht noch ja nicht, weil erst wenn der Raum fertig ist. Dann wird er uns ja sagen, was er da noch, was ihm da noch fehlt. Was ist denn hier? Ach so, das Tor. Dieses war ja auch so ein Experiment. Mal gucken, ob da die Autos überhaupt durchkommen. So. Noch 12 Stunden, bis die Gefangenen kommen. Gut, das dauert ewig. Einen Hof könnten wir auch noch bauen. Ein Hof. Ich frage mich, ob ich für den Hof. So, das definieren wir jetzt als Küche. Genau. Und jetzt sagt er uns, er braucht einen Kuckern, Fridge. Kühlschrank, einen Kocher und eine Spüle. Gut, Einrichtung. Ein Herd. Okay. Zack. Dann braucht er eine Spüle. Zack. Und eine Kühltruhe oder einen Kühlschrank. Kann man einen Kühlschrank auch? Haben wir einen Kühlschrank? Wahrscheinlich nicht, wa? Gut, dann, nee, doch keine Dusche. Hier, warte mal, wo ist er? Kühltruhe. Die können wir jetzt so hier hinstellen, sagen wir mal, so. Ach so. Wahrscheinlich ist die Kantine. Die Kantine ist dann wahrscheinlich das Pendant. Oh, wir brauchen noch Wasser und machen wir gleich. Kümmern uns erstmal hier noch um die Kantine. Guck mal, die Tür hier, geht die dann auch mal. Nicht, dass wir da dann schon wieder ein Problem haben. So, dann kann er von der Küche nämlich in die Kantine rein. Und hier brauchen wir noch eine Tür. Ich weiß immer gar nicht so genau, was für eine schwere Gefängnistür, eine große, eine normale Gefängnistür. Wir machen hier einfach mal eine normale Tür rein. Wird sich alles noch rausstellen, ob das richtig war oder falsch war. Ich hoffe mal, ich habe das hier nicht gelöscht jetzt.
Und zwischenzeitlich bauen wir mal an der Versorgung hier weiter. Da brauchen wir hier eine Rohrleitung. So. So. Was, da lang will er nicht. So lang auch nicht. Warum willst du das da nicht anschließen? Und eine Stromleitung brauchen wir auch noch. Gehen wir mal so hoch. Und so. Und dann müssen wir ja hier nochmal gucken, ob das reicht oder ob wir hier noch eine Beleuchtung brauchen. Oh, hier habe ich ja mal den Auftrag abgebrochen, wie es aussieht. Mal nochmal ran. So. Hier, den Eingang, der zählt nicht, oder was? Mach mal weg hier. Oder? Oder die Tür ist da schon? Guck mal, hier ist immer... Nee, doch, der verlegt jetzt die Kabel. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis die Insassen kommen. Ich denke mal, da wird noch ein Neustart nötig sein. Okay, die Küche ist schon abgehakt. Gut. Können wir gleich noch zwei... Warte mal, wir brauchen mal zwei Köche. Okay. Gut, sehr schön. Warum ist denn der noch nicht mit Strom versorgt? Reicht der Strom nicht mehr hier? Nee, sieht aber eigentlich so aus, als wenn es noch reicht. Was ist denn hier los? Ach, da kann er die Kabel nicht legen. Ah, Mist, die Kacki-Kacki-Pupsi. Warte mal, Versorgung. Kabel. Was ist, wenn du die so machst? Dann so und dann so. Vielleicht bringt das ja was. Und hier so rüber. Dann wollen wir das hier noch definieren als Kantine. So. Genau, und jetzt sagt er, er braucht ein Serving Table. Serving Table, Serving Table, Serving Table. Wo ist er denn? Hier, Serviertisch. Okay, den Serviertisch werden wir mal coolerweise. Wie lang muss denn der sein? So. Machen wir den mal so hier hin. Dann brauchen wir noch, was will er noch? Normalen Table und eine Bank. Okay, ein Tisch und eine Bank. Hier haben wir schon mal eine Bank. So. Zack. Und wo ist der Tisch? Der Tisch, der Tisch, der Tisch, der Tisch. Nee, das ist nicht der Tisch. Na, wo ist denn der normale Tisch? Metalldetektor, Besuchertisch? Nee. Wir brauchen hier so einen Knasttisch. Serviertisch ist es auch nicht. Hier ist die Bank. Hier ist der elektrische Stuhl. Die Tür. Ja, vielleicht mal lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wo ist denn der normale Tisch? Nicht ein Besuchertisch. Nicht ein Besuchertisch. Ein normalen Tisch. Eine Gefängnistür. Oder machen wir hier eine normale Tür rein? Guck mal. Da muss da eine Tür rein. Hier, mach hier eine Tür rein. Nein, ach so. Oh Mist, warum funktioniert denn der Strom nicht? Ist auch noch nicht überlastet. Was ist das Problem hier? Komm, wir müssen hier nochmal in die Versorgung reingucken. Was ist mit diesem Kabel? Das müssen wir wegdampfen. Das hier. Hier ist noch gar nichts. Können wir das irgendwie... Installiert in der Kitchen. Keine verfügbare Route. Rechtsklick zum Abbrechen. Müssen wir jetzt alles abbauen? Die Zeit läuft. Na und? Hier ist ja noch alles grün. Das würde ich auch gerne noch wegmachen. Dann leg mir doch mal... Warum kannst du die Kabel denn nicht hier lang legen? Oder hier so? Dann hier so rüber. Das wird nicht reichen, wa? Das hier, kannst du das abbauen?
Na, mal gucken, was sie da machen. So, wo ist mein Serviertisch? Habe ich den weggeklickt? Habe ich doch definitiv nicht weggeklickt. Warte mal. Also hier ist die doch. Ach nee, die werden sie doch gleich noch hinstellen, oder? Hier, stellen wir hier eine Bank hin. Ah, hier ist der normale Tisch. Und dann brauche ich noch den Serviertisch. Die Tür haben sie mittlerweile eingebaut. Ah, es kann auch sein, weil die Tür noch nicht drin war, dass sie deshalb das nicht bauen konnten. Ah, ich weiß auch nicht. Warte mal, wo ist er denn? Der Serviertisch. Hier ist er. So, da möchte ich das nämlich, dass das so steht. So. Okay, jetzt sieht es doch schon mal ganz gut aus. Jetzt ist die Stromversorgung hergestellt. Okay, da steht zwar noch ein Kabel rum, aber... Den werden sie mal wieder wegräumen, denke ich. Was fehlt hier noch? Okay. Dann können wir jetzt ja eigentlich zwei Köche mal einstellen, wa? Eine Buchhalterin müssen wir auch noch einstellen, wa? Genau. Ich hoffe, das haben wir. Und jetzt noch zwei Köche. Eins. Zwei. Na? Acht Insassen werden erwartet. Okay. Hier wäre mir ganz lieb. Achso, den muss ich noch hier reinsetzen. Warte mal. Eins und zwei. Und dann brauchen wir noch eine Buchhalterin. So. Okay. Jetzt brauche ich noch zwei Wachen. Ich hoffe, ihr holt hier eure Kabel noch ab, Leute. Dumpt hier mal die Kabel. So. Gut, der Koch läuft da erstmal rum. Das kann auch weg. Das schlimm aus. Jetzt brauchen wir noch einen Hof, wa? Der Hof ist noch nicht definiert. Dann lass uns doch mal hier, sagen wir mal, einen Hof definieren. Wenn wir hier sagen Räume und dann sagen wir hier an der Stelle irgendwo Hof. Oder geht es nicht? Hof, hier. Dann mal Hof und sagen hier, wir wollen das Areal hier. Ein Hof sein soll. Reicht das als Definition? Ja. Okay, das läuft dann unter Hof. Gut. Jetzt haben wir zwei Köche, jetzt haben wir das. Jetzt sollen wir noch zwei Wachen einstellen. Machen wir doch glatt. So. Ne, nicht ziehen. Warte mal nochmal. So. Jetzt können wir hier eine Wache hinstellen und hier eine Wache hinstellen. So, jetzt machen die ihren Job. Was brauche ich jetzt? Oh, jetzt geht's weiter. Erhöhe die Gefangenenkapazität auf 15. Okay, da kriegt 10.000. Und baue eine Krankenstation und stelle zwei Ärzte ein, stelle einen Psychologen ein und der braucht ein Büro. Der braucht noch ein Büro. Okay. Dann werden wir mal... Den Psychologen. Wollen wir mal hier hinbauen? Mal lassen wir hier so einen kleinen Gang lassen. Dann kriegt der nämlich ein Büro. Da kriegt er auch einen normalen Eingang. Würde ich mal jetzt so sagen, eine ganz normale Eingangstür. Hier. Ups. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? War doch ein Fundament, oder? Ja. Ach, da kommen sie ja schon. Gut. Da kommen sie schon und bauen. Was brauchen wir noch? Ein Büro und eine Krankenstation und zwei Ärzte. Müssen wir da noch forschen für Ärzte? Ich glaube fast, wir müssen da noch Ärzte. Guck mal hier, in Psychologie, da braucht man einen Direktor. Haben wir doch. Haben wir jetzt schon geforscht? Wofür denn? Für Psychologen. Hier für Ärzte. So, jetzt müssen wir natürlich 5 Stunden warten, bis sie überhaupt erstmal freigeschaltet werden. Und dann würde glatt hier oben nochmal ganz rotzefrech eine Krankenstation hinbauen. Ich weiß auch gar nicht so, wie groß die sein muss. So, wir können ja alles so vielleicht so ein bisschen verwinkelt machen. Die Krankenstation, die soll aber, denke ich mal, mehr so eine Gefängnistür haben, oder? Wollen wir da einfach mal so eine Art Gefängnistür reinmachen?
Hier ist der Eingang zur Krankenstation. Das Ding hier wollen wir als Büro definieren. Für unser Psychiater. Büro. So. Okay. Und dann braucht er ein Office Desk. Kriegst du gleich Einrichtung, Office Desk. Hier ein Office Desk. Zack. Dann braucht er wahrscheinlich einen Stuhl, wie ich ihn kenne. Der Psychiator. Was braucht er noch? Und ein Filling-Kabinett. Das war das hier. Ein Aktenschrank. So, dann wollen wir hoffen. Da hätten wir das Büro ja echt extrem klein machen können. So, dann würde ich mal sagen, wir bauen hier noch einen Verstärker. Stromverstärker. Kondensator nennt sich das Ding. Ja. Und... ja, okay, ihr braucht hier wieder Licht, klar. Da gibt es doch glatt noch ein Kabel hier rüber. Mal so am besten. Ich glaube, der Raum braucht immer nur eine Versorgung, wa? Für seine Lämpchen. So, die Küche warten schon. Die Köche warten schon. Warum ist denn eigentlich das Tor hier offen? Naja, ist egal. Da kommen ja die Gefangenen wieder nicht rein. So, jetzt können wir das Ding hier als Krankenstation definieren. Da bin ich mal gespannt. Wo haben wir eine Krankenstation? Hier, cool. Was? Gesperrt. Ich muss erst Gesundheit freischalten. Girks. Girks. Noch 3 Stunden. Okay. Gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ich hier irgendwas gerissen kriege. Tschüss.